herzlich willkommen zu Tag 99 meines veganen Tagebuchs. Ich habe übrigens, weil ihr gestern mir das nicht glauben wolltet mit den Kartoffeln, jetzt einen exklusiven Kartoffeltest gemacht. Der kommt gleich dann auch noch als Video. Aber bevor das kommt, möchte ich diesmal ganz am Anfang sagen, Sport habe ich gemacht. Also sonst vergesse ich es wieder. Und zwar habe ich gestern Liegestütze gemacht, in Serien habe ich das jetzt wieder gemacht und ich habe 2x10 und 1x3 Liegestütze geschafft. Wunderbar, und ich habe nicht am Ende des Tages das gemacht, sondern so in den Tag integriert. Ansonsten war ich auch gestern sportlich unterwegs, ohne dass es als Sport gilt. Nämlich, ich war wieder beim Metro, weil ich ja meine Grünkohlreserven da aufstocken muss. Und dann bin ich mit dem Fahrrad gefahren und da habe ich das erste Mal etwas getragen, was ich bisher noch nie getragen habe. Ja, früher habe ich mich über Ökos lustig gemacht, dann über Vegetarier und Veganer und jetzt habe ich auch mich erinnert, dass ich mich auch über Fahrradhelmträger lustig gemacht habe. Jetzt bin ich selber einer. Ja, ich bin also jetzt Fahrradhelmträger und ich hätte das selber wahrscheinlich nie gekauft, aber mein Sohn hat mich darüber aufgeklärt, wie gefährlich das ist, ohne Fahrradhelm unterwegs zu sein. Naja. Was soll ich denn da machen? Ne? Da musste ich einen Fahrradhelm jetzt kaufen. Und naja, nun hab ich halt einen Fahrradhelm. Und ist so schlimm ist es nicht. Man spürt ihn kaum, wenn er auf dem Schädel sitzt beim Fahren. Und sollte halt doch mal was passieren, naja, da hab ich jetzt einen. Des Weiteren, ich habe euch gar nicht erzählt gestern im Review zu vorgestern, dass ich vorgestern mal so einen richtigen Junkfood-Tag gehabt habe. Ich habe 4 Riegel gegessen und insgesamt 5 Riegel gegessen. 4 Riegel am Morgen und einen 5. Riegel dann noch am Abend gegessen. Plus halt noch einen Twilight-Riegel und ansonsten nur Orangen. Oder habe ich das doch gestern gesagt? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, das war's. Ich habe wirklich einen Berg Orangen gegessen und 6 Riegel. Das war's. Total blöder Tag. Aber in meinem Food Diary habe ich das alles festgehalten. Das dazu. Ja, kommen wir jetzt auch mal zu dem Kartoffeltest. Also, mit diesem Instant Pot, da habe ich ja gesagt, es dauert 2 Minuten mit den Kartoffeln kochen plus Vorwärmzeit. Und jetzt habe ich das mal alles inklusive von Kartoffel schälen bis kurz zum Kartoffeltesten aufgenommen mit ein bisschen Zeitraffer dazwischen, damit ihr seht, dass ich euch nicht irgendwelche Scheiße erzähle, sondern dass es wirklich so ist. Ne? Ab geht's! So, heute machen wir mal den richtigen Kompletttest, damit wir hier alle Fragen beseitigen. Also, wir schälen 2 Kartoffeln. Es geht darum, wie die Kartoffeln, sozusagen welche Garzeit die jetzt hier haben in dem Pot und inwieweit, wie unterschiedlich das ist, wenn man die im Ganzen lässt oder wenn man die in kleine Stücke schneidet. Und deswegen machen wir heute von A bis Z komplett durch die ganze Routine. Damit wir das ein für alle Mal genau geklärt haben. Ich schneide 2 Kartoffeln. Eine lasse ich dann im Ganzen und eine tue ich in Stücke. Das sind, würde ich sagen, also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, relativ große Kartoffeln. Also keine Monsterkartoffeln, aber große Kartoffeln. Oder mittelgroße. Also die wäre ich zu lassen. Das ist für mich eigentlich so eine mittelgroße Kartoffel. Normalerweise schneide ich die, und das werde ich auch genauso machen, einmal in der Mitte durch. Und die anderen schneide ich sozusagen in kleine Stücke. So, also die hier die schneide ich einmal längs, nochmal längs und mache dann sozusagen mundgerechte Stückchen draus. Würde ich sagen, so, na, sagt mal selber, 2 cm mal 1,5 cm. So. Das sind sozusagen die Stückchen dann. Und die hier, die tue ich wie so ganz normal eine Kartoffel einmal in der Mitte durchschneiden und dann kochen. So, also größere Kartoffeln halt. So, das tue ich jetzt in den Instant Pot. Ich habe hier eine Tasse Wasser reingetan. Das heißt, so mache ich halt. Also, ich habe die jetzt nicht komplett im Wasser, sondern die sind halt, ja, so im halben Wasser, würde ich sagen. So, genau. Jetzt haben wir alles. Machen wir den Deckel zu. Und jetzt stellen wir den Timer ein auf 2 Minuten. So, 2 Minuten. Jetzt haben wir den eingestellt und jetzt nehme ich, jetzt fängt er gleich an, gleich macht's düt.
Genau. So, und jetzt beginnt er sozusagen seinen Prozess. Ich drücke hier auf Start und tue den Timer dann hier sozusagen mitlaufen lassen, live und in Farbe. Lasse ich den mitlaufen. Denn bevor die 2 Minuten Kochvorgang starten, tut er sich selber erstmal hochheizen. Das heißt, wir müssen jetzt einfach, also ich würde jetzt die ganze Zeit mitgerechnet, sowohl dieses Hochladen quasi, bis er seine Temperatur erreicht hat, bis dann halt der Kochvorgang. Und der Hersteller hat 9 Minuten insgesamt angegeben und also denke ich mal, müsste da bei 7 Minuten spätestens dann sozusagen hier loslegen. Ne? Ich lasse es jetzt so laufen und mache dann Zeitraffer, damit es nicht so langweilig wird. Manch reicher Mensch, der will schön sein. Drum geht da auch all dein Geld rein, kauft sich nen Pelz, damit ihm alle loben. Dir wurde dafür die Haut abgezogen. Richtige Tiere wie Hund und Katz, da machen wir Menschen doch gerne Platz, aber Hühner, Rinder und ein Schwein, das kommt in die Suppe rein. Doch Vegan ist blöd, du brauchst doch die Fleischvitamine. Vegan ist dumm, bringt noch all die Pflanzen um. Vegan ist krass, das kann doch wirklich niemand schaffen. Lass mich doch in Ruhe, ich mach meine Augen zu. So, da sind wir jetzt da bei Stopp 5:30 oder sowas war das gewesen. Das erscheint mir irgendwie ein bisschen schnell. Ich habe aber jetzt auch nicht aufgepasst, irgendwie, was jetzt, warum der gestern hatte der Aufwärmzeit schon so lange gebraucht. Aber 5:38, ne? Wir schauen uns das mal an jetzt. Achso, jetzt müssen wir natürlich erstmal den Dampf rauslassen, weil das ist ja wie ein Schnellkochtopf. Muss der ja jetzt erstmal abdampfen. So, aber das wäre natürlich Hammer, also 5:38. Ich habe jetzt, war jetzt im anderen Zimmer, ich habe jetzt nicht geschaut, keine Ahnung, warum da jetzt irgendwie schneller sein sollte als sonst. Naja. Gut. So, jetzt brauchen wir etwas zum Herausholen. Da kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass das schon... Warum hat er jetzt bloß 5:38 gebracht? So. Gut. Da haben wir sozusagen jetzt. Jetzt will ich mal eine Gabel holen. So. Also. Das ist jetzt quasi das Ergebnis. So mache ich die immer mit 2 Minuten. Also die müssten eigentlich gut sein. Ich werde jetzt mal eine Gabel sozusagen da ganz leicht drauf versuchen zu... Ja, es ist Wahnsinn. Das ist einfach nur weich. Ne? Ihr seht das. Ich tue es jetzt auch mal einfach so zerteilen. Dann quasi so. Ganz einfach. Also die sind gut, ich lasse meine Gabel einfach nur so drauf fallen. Seht ihr das? Ich lasse die Gabel nur drauf fallen, das zerpappt. Also das war jetzt 5:38. So bei den großen, da bin ich mir relativ sicher, dass das nicht so funktioniert. Aber wir werden es testen. Na, da brauchst du schon Druck. Also die ist, denke ich, noch nicht gut. Ich gucke mal, ich koste mal, wie sie schmeckt. Ja, also die ist so ein Tick vor gut, würde ich sagen. Also, wer jetzt etwas härter mag, da ist das natürlich auch in Ordnung. Aber die sind jetzt, würde ich sagen, noch nicht gut. Also, wenn man sie jetzt drückt, ne,
Also da ist dann irgendwann in der Mitte so Schluss, wo man dann richtig Druck aufbauen müsste. Aber wenn man die so normal in solche Dinger schneidet, die man in einen Topf braucht oder sonst was, ist 5,38 gut. Und bei den großen wird man dann wahrscheinlich nicht 2 Minuten brauchen, sondern dann halt wahrscheinlich 3 Minuten oder 4 Minuten, je nachdem. Ja, so, jetzt habe ich das mal so die ganze Routine gemacht. Ich bin zwar immer noch ein bisschen schockiert, dass das mit 5,38, weil, ja, das erscheint ein bisschen arg kurz, weil normalerweise gibt der Hersteller mit 9 Minuten an, aber ich habe jetzt hier nichts irgendwie gezaubert oder geschnitten, sondern das waren wirklich 5,38. Ja, und zu guter Letzt ist gestern auch was angekommen, und zwar für die Leute, die auch mein Gartentagebuch verfolgen, und zwar ist hier der Mondkalender von 2015 nach Maria Thun. Ich will ja im Garten ein bisschen testen, dieselbe Pflanze einpflanzen, einmal mit Mond und einmal ohne Mond, also nach Mondkalender, dass sozusagen das Pferd im Sirius steht, während irgendwas auf meine und so weiter. Ihr kennt das ja, oder ihr kennt es nicht. Auf jeden Fall will ich es auch testen, auch angekommen, das nur kurz zur Info. Und ja, ansonsten war es das, und morgen ist der große Tag, Tag 100. Und ja, wie gesagt, ein kleines Bonbon habe ich für euch, und ich freue mich total auf morgen, und bis dann, macht's gut, euer Christian. Tschüssi.